Am 1. Dezember 2022 fand an der deutsch-kasachischen Universität ein Treffen mit Führungskräften des Wirtschaftssektors statt. Im Rahmen der Diskussion haben die Führungskräfte deutscher Unternehmen darüber gesprochen, welche Fähigkeiten und Kompetenzen moderne und gefragte Hochschulabsolventen besitzen sollten. Die Referierenden waren Vertreter namhafter Unternehmen wie Siemens, Liebherr, Linde Gas, Rödl Partner, Magnum Air Commerz und Nubank. Während des Treffens wurde auch ein neues Projekt der Deutsch-Kasachischen Universität vorgestellt, der DKU Business Club. Das ist eine Plattform für die Erweiterung der Partnerschaften zwischen Universitäten und Unternehmen. Der Leiter der Firma Liebherr in Kasachstan, Andrei Rommel, hat seine Eindrücke über die Veranstaltung mit uns geteilt. Mein Name ist Andrei, ich bin Geschäftsführer von der Firma Liebherr Kasachstan. Wir sind in Kasachstan seit 2013, also von daher ist es nicht mein erster Visit im Rahmen einer DKU-Veranstaltung. Was gerade diese Veranstaltung betrifft, ich finde es sehr, sehr schade, dass sehr wenige Studierenden vor Ort waren. Denn eben, wie gesagt, wir haben heute zu Gast den Geschäftsführer von Siemens. Das wäre eine einmalige Gelegenheit gewesen für die Studierenden, dann auch tatsächlich jemanden anzufassen und dann auch tatsächlich Fragen zu stellen. Wir hatten heute Batirjan, Geschäftsführer von Linde Gas. Das ist ein großes Unternehmen, die machen großartige Projekte hier in Kasachstan. Das wäre ebenfalls eine tolle Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen. Leider haben das einige versäumt. Vielleicht nächstes Mal hoffe ich, zumindest werden mehr Studierenden da sein. Und mehr über die Beziehungen zwischen DKU und deutschen Unternehmen in Kasachstan hat Batirjan Tsergiosisov, der Geschäftsführer von Linde Gas in Kasachstan, erfahren. Здравствуйте, меня зовут Батыржан Тергиосизов. Я представляю компанию Linde Gas в Казахстане. Являюсь генеральным директором 2015 года. Компания была основана в Казахстане в 2009, глобально открыта Карлом фон Линде в 1879 году. Сегодняшний вечер я бы хотел отметить в первую очередь тем, что Казахстанско-немецкий университет уделяет очень много внимания тому, как развивается современная индустрия, развивается экономика и какие специальности будут необходимы в будущем. Очень важный аспект того, что институт спрашивает у предприятий, работающих в реальном секторе, что же необходимо студентам, которые в будущем могут быть востребованы на наших предприятиях. Это однозначный плюс и однозначно дает понимание современных чаяний, понимание современных проблем. Am Ende hat der Präsident der DKU, Dr. Wolrad Rommel, nicht nur die Ergebnisse der Veranstaltung zusammengefasst, sondern auch über die zukünftigen Pläne gesprochen. Die DKU hat die heutige Veranstaltung organisiert, weil wir zukünftig viel gezielter mit Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Unternehmen zusammenarbeiten wollen, das heißt, wir wollen besser verstehen, was die Unternehmen für Absolventen haben wollen von uns. Welche fachliche Ausbildung haben sie und am Ende auch, was sie sonstige Eigenschaften noch haben sollen, welche sonstigen Qualitäten. Und dazu ist der Dialog mit Unternehmen ganz, ganz wichtig und zentral, weil die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt wandeln sich. Wir wissen, dass man nicht nur Fachkräfte braucht, sie müssen viel mehr verstehen über das Umfeld, wo sie arbeiten. Sie müssen selbstständiger arbeiten und dazu möchten wir immer genaue Bildungsprogramme haben, die genau dem Unternehmensbedarf entsprechen. Dazu hat die heutige Veranstaltung gedient. Es war ein Anfang, eine kleine Runde mit Unternehmensmanagern, die wir gezielt ausgesucht hatten, um mit ihnen ins Gespräch zu bekommen. Und jetzt werden wir Schritt für Schritt das ganze Format erweitern. Wir werden größere Veranstaltungen machen mit unseren Studierenden. Wir werden überlegen, dass wir ein Begleitprogramm machen für die Studierenden ab dem ersten Semester, wie sie allmählich an die Unternehmen herangeführt werden. Und das werden Sie dann sehen, wie wir das so allmählich zum Laufen bringen werden.